Herzlich willkommen bei Die Sportlehrer. Du Sven, was haben wir heute vor? Heute geht es um die bewegte Pause. Ja, dann lasst euch einfach mal überraschen. Bis gleich. So, bevor wir anfangen, müssen wir uns natürlich ein bisschen aufwärmen. Das heißt, das Masse steht mal auf. Wir arbeiten heute auch viel mit den Armen. Das heißt, Armbereich, Schultergürtel muss ein bisschen erwärmt werden. Wir fangen an, wir kreisen die Schultern nach vorne. Paralleles Kreisen. Schön die Schultern nach oben ziehen, versuchen große Bögen zu machen nach vorne. Ganz bewusst einmal reinfühlen, was da passiert. Und nach hinten. Schulterblätter zusammen. Jawohl. Und jetzt noch einmal entgegengesetzt. Links vor, rechts zurück. Und rechts vor, links zurück. Das ist nicht so einfach. Jawohl, gut. Zum Aufwärmen gehört natürlich auch immer ein kurzes dynamisches Andehnen. Deshalb Sven wieder einmal aufstehen. Und wir haben ja gerade die Schultern ein bisschen erwärmt mit dem Schulterkreisen. Und wir machen jetzt im Prinzip ein dynamisches Andehnen, indem wir einmal diagonal andehnen und zwar nach hinten wippend, der rechte oben und der linke diagonal versetzt unten nach hinten schwingen. Jawohl. Wir haben hier schön Zug auf der Brust und das können wir jetzt auch nochmal wechseln, dass der linke nach oben geht und der rechte dann unten. Und das kann man dann auch ein bisschen zügiger machen. Und dann wieder ausschütteln. Das Ganze kann man auch auf der gleichen Ebene machen. Genau, und dann hier auch an der Stelle mit einem Winkel im Ellbogengelenk. Das heißt, dass wir richtig die Hinter rannehmen und wieder auslockern. Das Ganze machen wir jetzt auch noch einmal nach oben und nach unten. Das heißt, der rechte Arm geht nach oben und der linke bleibt unten und wir ziehen schön nach hinten, dynamisch, kurz. Und wir wechseln das Ganze. Und im Oberkörper sind wir da jetzt auf jeden Fall gut vorbereitet für die Übung. So, jetzt geht es um die Hüfte, Hüftlockerung. Da kommen wir Schritt mal auf. Stellen Sie ein bisschen mehr als schulterbreit hin. Ja, nicht zu mir. So. Und jetzt versuchen wir die Bewegung ausschließlich aus der Hüfte auszuführen. Die Arme bewegen sich einfach nur in der Bewegung mit. Nicht aktiv, passiv. Ja. Hüfte nach links und rechts, ganz locker. Die Hüfte dreht und der Oberkörper, Armbereich schwingt einfach ganz locker mit. Ganz entspannt. So, gut für die Rotation. So, jetzt bleiben wir in dem Bereich, bleiben wir genauso stehen. Jetzt machen wir unsere prima Ballerina. Schulterbreiter Stand, die Hände werden verschränkt. Ein Bein, das heißt das rechte Bein geht über das vordere linke Bein. Wir neigen den Oberkörper auf die linke Seite und schauen in die Handflächen rein, bis wir auf der rechten Seite hier eine Spannung spüren. Die halten wir einfach. Statisches Halten. Machen wir so 5-6 Sekunden. Und dann wird gewechselt. Linker Fuß geht über den rechten. Die Handstellung bleibt identisch. Wir schauen in die Handfläche rein. Linke Seite wird aufgedehnt. Okay. Gut. So, dann beginnen wir mit den Kniebeugen, den Squats. Der Thomas, der stellt sich jetzt mal hin. Wir schieben den Stuhl nach hinten zurück. Stellen uns ein bisschen mehr als schulterbreit hin. Gehen jetzt so weit runter, bis wir am Oberschenkel-Po-Bereich den Stuhl spüren, versuchen den unteren Rücken gerade zu lassen und setzen uns aber nicht hin, sondern sobald wir den Kontakt haben, stehen wir langsam wieder auf. Wieder hoch, runter und ganz kontrolliert. Ne? Langsam runter und wieder hoch. Okay, machen wir das von der Seite nochmal vor. Mehr als schulterbreit, unterer Rücken ist gerade beim Runtergehen und jetzt nach unten und hoch.
Das Ganze machen wir 10 Mal und dann kommen wir zur nächsten Übung. Ja, wir kommen jetzt zu den Push-Ups. Der Sven steht mal bitte auf, schiebt den Stuhl ran und wir fassen ungefähr schulterbreit, vielleicht sogar etwas über schulterbreit an den Tisch. Wenn das nicht ausreicht, kann man natürlich auch gerne an den Stuhl fassen. Und wir nehmen eine gerade Position im Rücken ein, das heißt die Füße schön nach hinten, Körperspannung aufbauen, gerade im Bauchbereich und dann machen wir Liegestütz. Hier ist es ganz wichtig, dass wir hier die 90 Grad im Ellbogengelenk haben und wieder nach oben. Und runter, hoch. Jawohl, wir zeigen das einmal noch auf der Seite. Auch hier wieder den Stuhl ran. Hier schön gerade, Bauch anspannen und 1, 2 und auch wichtig, dass der Arm dann schön durchgestreckt wird. Auch davon 10 Stück. Als nächstes kommen wir zu einer Plank-Variation. Komm schon mal wieder auf, stell den Stuhl ran. Ähnlich wie beim Liegestütz gehen wir in die Position, die schräge Position. Auch hier wieder darauf achten, der Rücken ist gerade, die Beine stehen, je nachdem wie gut das mit dir ist, weiter hinten oder ein bisschen weiter vorne. Jetzt legen wir nacheinander den linken Ellenbogen auf den Tisch, danach den rechten. Halten die Spannung für 3 Sekunden und gehen wieder hoch in die Liegestützposition. Arme sind durchgestreckt, dann gehen wir wieder runter. Halten und wieder nach oben. Ja. Machen wir es auf der Seite nochmal. Hände greifen, Rücken ist gerade. Ellbogen nacheinander aufsetzen. Links, rechts halten und hoch und runter. Wichtig dabei, nicht ins Hohlkreuz, immer Spannung halten. So, dann kommen wir jetzt zu den Dips, also hier für den Trizeps. Das Sven steht mal wieder auf. Geht einmal bitte vorne an den Tisch. Auch hier wieder ungefähr schulterbreit wird der Tisch rücklings angefasst. Die Beine gehen schön nach vorne, die Hüfte bleibt schön weit vorne, damit wir hier eine gerade Fläche haben. Und jetzt wird das Ellbogengelenk gebeugt. Und wir machen sogenannte Dips. Und runter und hoch. Schön langsam, vor allem gerade hier Spannung im Bauch aufbauen. Okay, wir zeigen es nochmal einmal an der Seite. Auch hier wieder schön Spannung im Bauch aufbauen. Und hier sieht man dann auch diese 90 Grad im Ellbogengelenk. Okay, 10 Stück, auf geht's. So, und fühlst du dich besser? Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall fit. Das war's schon wieder mit unserer bewegten Pause. Ich denke, jetzt haben wir Kraft für den restlichen Tag. Ja, ich fühle mich entspannter, es ist besser. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt wahrscheinlich auch besser konzentrieren kann auf die nächsten Stunden. Von dem her, Ziel erreicht. Wir hoffen bei euch auch. Dann wünschen wir euch viel Erfolg und viel Spaß. Dann bis zum nächsten Mal bei Die Sportlehrer. Ciao.